Ja, wir hatten gestern unsere Klausur des neu gewählten Fraktionsvorstandes, um uns selbstverständlich mit unserer neuen Rolle auseinanderzusetzen und auch gleich in erster Runde, wie es sich gehört, als Oppositionsfraktion sich inhaltlich auseinanderzusetzen mit dem gestern ja auch dann veröffentlichten Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU. Wir haben ja jetzt auch schon seit der Wahl versucht, die eine oder andere politische Initiative zu ergreifen, haben feststellen müssen, dass die auch dann sofort von Erfolg gekrönt war, nach der ersten Plenarsitzung, wo wir ja beantragt haben, über 8,50 € Mindestlohn im Vergabegesetz zu reden und einen Antrag gestellt haben zur Abschaffung des Straßenausbaubeitragsgesetzes, hat die neue Koalition dem sofort entsprochen und das in den Koalitionsvertrag mit aufgenommen. Nein, ganz im Ernst, ich glaube, es ist notwendig, dass man schnell in dieser neuen Rolle auch Tritt fasst. Andere Parteien machen ja im Moment eher Furore damit, dass sie sich mit sich selbst und intern auseinandersetzen. Und wiederum andere Fraktionen, also die ganz neue Fraktion, ist noch im Moment so ein bisschen am Suchen, was die eigene Arbeitsfähigkeit und was hier die Struktur im Hause angeht. Da sind wir aber auch gerne behilflich, da sind wir auch im Gespräch, also mit der Piratenfraktion zu gucken, wie man hier eine vernünftige Oppositionspolitik gestalten kann. Durchaus auch in Konkurrenz, aber auch da, wo es geht, zusammenzuarbeiten. Wir sind deswegen auch auf dem Weg, zum Beispiel einen gemeinsamen Antrag zu erarbeiten zu dem ganzen Thema Schultrojaner, was jetzt schon in der großen Anfrage in der ersten Plenarsitzung eine Rolle gespielt hat. Aber zum Koalitionsvertrag insgesamt, da muss man ja feststellen, er wird dem eigenen Anspruch natürlich überhaupt nicht gerecht, dieser Koalitionsvertrag. Es ist eigentlich in vielen Bereichen ein Dokument des Stillstandes, also gegenüber dem, was die rot-rote Vorgängerregierung gemacht hat, werden zwar einige sehr wichtige Veränderungen vorgenommen zu unserem großen Leidwesen, aber in vielen Bereichen hat die Sozialdemokratie einfach das, was Common Sense in der Berliner Landespolitik war, aufgeschrieben und die CDU hat lediglich hier und da noch mal eine Korrektur vorgenommen. Wenn man dann ins Detail geht, und man muss, glaube ich, bei diesem Koalitionsvertrag ins Detail gehen, wird man feststellen, dass es eine sehr große Anzahl von Prüfaufträgen gibt, und zwar überall dort, wo es notwendig wäre, schnellstmöglich Entscheidungen zu treffen. Prüfaufträge heißen in der Regel bei Koalitionsverhandlungen, entweder beide wollen es nicht, dass da was passiert, oder man kann sich nicht einigen darüber, was passieren soll, und dann passiert es auch nicht. Wir haben das ganz deutlich im Bereich der Frage Rekommunalisierung. Dort ist zum Beispiel beim Thema S-Bahn die Situation, dass dort alle möglichen Varianten geprüft werden sollen. Es wird dabei übrig bleiben, prognostiziere ich jetzt, dass diese Koalition eine Teilausschreibung des S-Bahn-Netzes präferieren wird nach Prüfung. Weil ernsthaft die Frage der Direktvergabe, der Inhouse-Direktvergabe dort nicht angesprochen wird. Weil sonst müsste man diesem Koalitionsvertrag ja zumindest mal eine Richtung angeben, wenn man sowas planen würde, welches kommunale Unternehmen, ob die BVG oder ein selbst gegründetes neues kommunales Unternehmen dann den S-Bahn-Betrieb übernehmen soll. Also da steckt relativ klar die Handschrift drin, derjenigen, die tatsächlich der Teilausschreibung, also sozusagen einer Teilprivatisierungsvariante des S-Bahn-Betriebs, das Wort reden, das steckt dahinter. Beim Thema Netze, also Gas, Energie und so weiter, haben wir das große Problem, die Konzessionsverträge laufen 2013 bzw. 2014 aus. Man muss jetzt die Vorbereitungen treffen, wenn man Einfluss auf diese Netze haben möchte, mit einer eigenen kommunalen Netzgesellschaft in das Verfahren einzusteigen. Dort ist nichts verabredet. Das heißt, dort ist auch der Prüfauftrag, hat die Folge, dass es dann letztendlich wieder bei Vattenfall landet, bei den Monopolisten mit allen Konsequenzen
für Versäumnisse, was ökologischen Umbau, ökologische Nachhaltigkeit angeht, als auch was das Problem mit dem Monopolisten Vattenfall, was die Preisbildung angeht, betrifft. In der Mietenpolitik liest sich manches auf den ersten Blick gar nicht so schlecht, aber es fehlt nach wie vor ein Gesamtkonzept. Das Zweckentfremdungsverbot, das zwingend erforderlich wäre, ist auch nur ein Prüfauftrag, was in der Konsequenz heißt, es wird wahrscheinlich nicht kommen, wäre aber absolut notwendig, um das, was man auf Landesebene machen kann, tatsächlich jetzt umzusetzen. Die Frage des Wohnungsneubaus ist selbstverständlich eine wichtige. Es ist auch richtig zu prüfen, inwieweit man der Liegenschaftspolitik des Landes über städtebauliche Verträge sichert, dass bei Wohnungsneubau dann auch mietpreisdämpfende Kriterien eingebaut werden, insbesondere dann auch Wohnungen vorgehalten werden für Menschen mit niedrigem Einkommen. Das ist allerdings alles sehr vage formuliert und ich fürchte, so wie ich diese Koalition einschätze und so wie es formuliert ist und so wie ich die Politik der SPD auch in der Schlussphase der Rot-Roten Koalition betrachte, nämlich in ihrer Blockadepolitik in diesem Bereich, dass dort eher im Dienste der Immobilienwirtschaft gearbeitet würde als im Dienste der Mieterinnen und Mieter in der Stadt. Ein ganz wesentlicher Knackpunkt dabei ist, dass zum Thema Kosten der Unterkunft nichts anderes als ein Platzhalter im Koalitionsvertrag steht. Kosten der Unterkunft, da geht es um die Wohnkostenübernahme für Transferleistungsempfangende, also Hartz-IV-Empfangende und für Menschen, die Grundsicherung im Alter erlangen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil überall dort, wo durch falsche Richtwertfestsetzung Menschen aufgefordert werden, umzuziehen, also Zwangsumzüge drohen, dann wird ja in diesen Bereichen es zu Neuvermietungen kommen, dann zu wesentlich höheren Preisen, das treibt den Mietspiegel nach oben. Das heißt, es hat eine verheerende Auswirkung auf den Wohnungsmarkt in der Stadt und es ist natürlich eine ganz katastrophale Situation für die Menschen, die zum Umzug gezwungen werden. Da hat diese Koalition keine tragfähige Lösung vorgesehen. Carola Blum hat als die zuständige Sozialsenatorin noch zu rot-roten Zeiten versucht, eine vernünftige Neuregelung der Kosten der Unterkunft durchzusetzen. Das ist von der SPD blockiert worden. Es gibt hierzu keine neue vernünftige Regelung. Stattdessen eine Formulierung, die eher darauf hindeuten lässt, dass die Jobcenter noch größeren Druck machen sollen auf die Mieterinnen und Mieter, als das ohnehin schon der Fall ist. Das landet dann alles vom Sozialgericht. Und das ist eine absolut ja, unsoziale und mietenpolitisch verheerende Politik. Über die Rolle der Wohnungsbaugesellschaften wird man im Laufe der Legislaturperiode noch genau sprechen müssen und diskutieren müssen. Auch was dazu drinsteht, ist mehr als vage. Es war allgemein auch im Parlament vor, auch im Wahlkampf klar, dass man selbstverständlich den Bestand erhöhen sollte bei den Wohnungsbaugesellschaften. Die Erhöhung um 30.000 Wohnungen hat, glaube ich, jede Partei außer der CDU im Wahlkampf gefordert. Der spannende Punkt dabei ist, wie sollen die Wohnungsbaugesellschaften aufgestellt werden, dass ihre mietenpolitische Verantwortung in der Stadt wahrnehmen sollen, können. Da steht nichts drin. Und da geht es im Wesentlichen darum, die Frage aufzuwerfen und dann auch zu entscheiden, ob die Wohnungsbaugesellschaften in erster Linie die Renditeerwartungen des Landes und damit des Landeshaushaltes erfüllen sollen oder ob sie in erster Linie ihrer mietenpolitischen Funktion gerecht werden sollen. Das heißt, regulierend in den Wohnungs- und Mietenmarkt hineinwirken, indem sie in allen Segmenten, in allen Bereichen günstigen und qualitativ hochwertigen Wohnraum vorhalten können. Beim Thema städtische Infrastruktur selbstverständlich die Entscheidung, die A100 weiterzubauen, das war ja sozusagen der erste Entscheidungspunkt, den finden wir nach wie vor falsch. Diese Öffnung hin zum 17. Bauabschnitt, der dann ja auch noch der wesentlich teurere und der noch viel, also
absurderer Vorgang wäre, verkehrspolitisch und stadtentwicklungspolitisch vor allem. Da wird man den außerparlamentarischen Widerstand versuchen müssen zu mobilisieren und die Bürgerinnen und Bürger anzuhalten, auch zu klagen gegen diesen ganzen Vorgang. Da werden auf jeden Fall wir als Linke ein Bündnispartner auch dieser außerparlamentarischen Bewegung sein. Die Frage Zusammenarbeit Max-Delbrück-Zentrum Charité haben wir ja schon im Abgeordnetenhaus in der Aktuellen Stunde diskutiert, ist eine vernünftige Sache, löst aber natürlich die Strukturprobleme und die Investitionsprobleme der Charité überhaupt nicht. Das wissen eigentlich auch alle, aber um diese Frage schweigt sich ja sozusagen diese Koalitionsvereinbarung dann auch drumherum. Die Frage Zentrale Landesbibliothek war unsere Auffassung immer, dass man auch aus stadtentwicklungspolitischen Gründen versuchen muss, die unterzubringen im Gebäudebestand auf dem Flughafen Tempelhof. Ein kompletter Neubau ist für uns keine vernünftige Lösung, weder stadtentwicklungspolitisch noch was den Landeshaushalt angeht. Dass Klaus Wowereit gleich am Anfang auch vorgezogene Weihnachten hatte, weil er dann auch nochmal seine Kunsthalle und sein Bekenntnis zum Schloss und also allem, was sozusagen an prestigeträchtigen Baulichkeiten bekommen hat, ist das eine. Stadtentwicklungspolitisch ist es, glaube ich, insgesamt einzige Durchwurste leider, ist kein Konzept zu erkennen. Dann muss man sagen, der ganze Bereich inneres Bürgerrechte, Partizipation, das ist das, wo am ehesten die CDU im Wahlkampf ja aufgemuskelt hat und wo man sagen muss, hat sie jetzt im Großen und Ganzen auf der ersten Erscheinungsebene jetzt keine großen Siege davon getragen. Wenn man ins Detail geht, merkt man aber schon, dass es sehr deutliche Änderungen und Weichenstellungen gibt. Einen mittelschweren Skandal finde ich die Ausweitung des Unterbindungsgewahrsams, also die Möglichkeit, Menschen jetzt für künftig 4 Tage ohne besondere Begründung wegzusperren, also in gewisser Weise in Schutzhaft zu nehmen. Ich finde das verfassungsrechtlich ausgesprochen bedenklich. Ich weiß, dass es in anderen Bundesländern sogar noch viel längere Fristen gibt, aber nichtsdestotrotz finde ich, müssen wir sehr genau gucken, ob wir nicht dagegen auch Verfassungsklage einreichen. In der Situation, wo sich jetzt ein absolut riesiger, auch verfassungsschutzpolitischer Skandal rund um die rechtsextremistische Mordserie abzeichnet, in einem Koalitionsvertrag eine Parität herzustellen zwischen angeblicher Bedrohung durch Linksextremismus und Rechtsextremismus, ist politisch hanebüchen. Also selbst der Letzte müsste jetzt mittlerweile festgestellt haben, dass eine Gleichsetzung von Links- und Rechtsextremismus in keinster Weise der Gefährdung durch den Rechtsextremismus gerecht wird. Deswegen ist es wichtig, ein deutliches Zeichen auch zu setzen, dass man die Projekte gegen Rechtsextremismus deutlich fördert, dass das Landesprogramm gegen Rechtsextremismus, was unter Rot-Rot geschaffen wurde, abgesichert und ausgebaut wird. Und darüber hinaus muss man eine deutliche Absage geben gegenüber der Bundesebene zu dieser unsäglichen Extremismusklausel, wo dann auch Bündnispartnerinnen und Bündnispartner der Projekte gegen Rechtsextremismus quasi bespitzelt werden sollen durch die Träger selbst. Das ist ein wichtiges Erforderlich, wenn man die demokratische Zivilgesellschaft stärken will. Wir wollen außerdem heute, also jetzt in wenigen Minuten, treffen sich die parlamentarischen Geschäftsführer hier zur Vorbereitung der nächsten Abgeordnetenhaussitzung. Da möchten wir gerne die Anregung machen, auch nochmal einen Entschließungsantrag in die nächste Plenarsitzung einzubringen zum Thema Bekämpfung Rechtsextremismus und zur Frage Neuauflage eines NPD-Verbotes. Bei der Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte hat ja angeblich sich die SPD gegen die CDU durchgesetzt, indem sie beibehalten bleibt. Das Problem ist ein bisschen,
der ganze Streit ist voller Symbolik. Und das, was die CDU jetzt durchgesetzt hat, nämlich das Rotieren der Nummern bei der Kennzeichnung, ist natürlich ein solcher bürokratischer Aufwand und eine solche Vorstellung von Verschleierung und Intransparenz, dass eigentlich die notwendige Transparenz einer bürgerfreundlichen, offenen Polizei ins Gegenteil verkehrt wird. Also da stellt man die Polizei ohne Not wieder unter den Verdacht, dass es da irgendwas zu verbergen gäbe. Und deswegen ist diese Regelung zur Kennzeichnungspflicht, wie sie jetzt im Koalitionsvertrag drinsteht, einfach nur absurd zu nennen. Wichtig wäre es tatsächlich mit der Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte offensiv umzugehen und ich vermute mal, dass dieser ganze Bereich eine Kungelei war, die Durchzuckerei beim Polizeipräsidenten seitens der CDU jetzt nochmal abgedeckt wurde durch so eine Halbrücknahme oder Verschleierung der Kennzeichnungspflicht. Beim Thema Demokratie, Wahlalter 16, wir haben eigentlich eine satte Zweidrittelmehrheit zur Absenkung des Wahlalters 16. Die SPD hat es im Wahlprogramm stehen. In der Koalitionsvereinbarung kommt das nicht vor. Da hat sich dann offensichtlich die CDU zusammen mit dem Flügel, der auch Obstruktionspolitik in der SPD schon in der vergangenen Legislaturperiode zu dem Thema betrieben hat, durchgesetzt. Das ist schade. Wir werden natürlich versuchen, zusammen mit den beiden anderen Oppositionsfraktionen auch dann nochmal ein paar Initiativen zu ergreifen. Und vielleicht wächst der Druck in der SPD-Fraktion ja auch, dass man dieses sinnvolle Projekt Wahlalter 16 durchsetzen kann. Das ist jetzt erstmal ein Schnelldurchlauf durch einige der wichtigsten Punkte aus der Koalitionsvereinbarung, die uns jetzt in der gestrigen Klausurdebatte vordringlich aufgefallen sind. Wir stellen natürlich fest, dass in den Bereichen, also die unsere klassischen Schwerpunktprojekte gewesen sind in unserer Arbeit, also gute Arbeit für Berlin, sehr viel Widersprüchliches drinsteht, die Abschaffung des öffentlich geförderten Beschäftigungssektors, das wird Sie nicht überraschen, ist etwas, was uns ja nicht nur empört, sondern auch sehr besorgt macht, weil das heißt, dass 1:1 an die Stelle des öffentlich geförderten Beschäftigungssektors das Modell Bürgerarbeit tritt. Das heißt, es geht dort um Lohndumping. Es geht darum, dass die Menschen wieder in eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme einfach nur gesteckt werden. Und der Grundgedanke des öffentlich geförderten Beschäftigungssektors, dass die Menschen tatsächlich existenzsichernd beschäftigt werden, sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden, dass sie auf der Grundlage gemeinwohlorientierte, gesamtgesellschaftlich nützliche Arbeit vollbringen. Dieser Grundgedanke, der ist weg. Die Leute werden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen geparkt und werden damit auch wieder in diese demütigende Situation gebracht, dass sie eigentlich schon wieder Aufstocker wären. Das ist eine fatale Fehlentscheidung. Eigentlich hätte man den öffentlich geförderten Beschäftigungssektor endlich herausholen müssen aus seinem Modellprojektcharakter, hätte ihn ausweiten müssen, um für Langzeiterwerbslose in der Stadt auch eine Perspektive zu bieten. Das ist nicht geschehen. Wir werden aber nicht nachlassen, da die jetzt die Stellen sukzessive auslaufen, nicht von einem Tag auf den anderen die ganzen Stellen wegfallen. Solange es noch irgendeine Stelle im öffentlich geförderten Beschäftigungssektor gibt, zu existenzsichernden Bedingungen, werden wir weiter darum kämpfen, dass dieses Modellprojekt erhalten bleibt und ausgeweitet wird. Und vielleicht haben wir auch die Chance, dass im Laufe der Legislaturperiode sich da auch insbesondere innerhalb der sozialdemokratischen Fraktion auch wieder Mehrheiten ändern.